Ich bin gerade unterwegs nach Weinheim. Da sind 400 Kilometer. Und zwar morgen um 9 Uhr morgens gibt es eine Gerichtsverhandlung von Dr. Monika Young. Und zwar ihr drohen 3,5 Jahren Gefängnis. Um was geht es denn genau? Und zwar Dr. Monika Young hatte am Donnerstag vorletzte Woche ihre erste Verhandlung wegen der Ausstellung von 4.300 angeblichen bla bla bla. Wir sind auf YouTube, also ich darf nicht alles lesen, sonst besteht Gefahr, dass dieses Video zensiert wird. Wo waren eigentlich die 4.300 Menschen, die ein bla 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 erhalten haben? Es waren ca. 80 Menschen bei der Verhandlung. Die wenigsten davon hatten bla 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 von ihr bekommen. Wo ist die Unterstützung für Menschen, die ihre Karriere, ihre gesamte Existenz für die Bewegung riskiert haben? Es ist in der Tat so, dass sehr viele Ärzte politisch verfolgt werden. Nicht nur Ärzte, sondern auch viele andere Menschen mit verschiedensten Berufsstand werden verfolgt, und das ist der pure Willkür, was passiert in Deutschland. Und ausgerechnet in diese Zeiten müssen wir alle zusammenhalten. Ich setze mich für die Menschenrechte, ich bin ein Menschenrechtsverteidiger und werde morgen, also am 12.12. um 9 Uhr morgens im Amtsgericht in Weinheim auf jeden Fall dabei sein, weil ich finde, 3,5 Jahre Gefängnis für Dr. Monika Young, das kann man einfach nicht hinnehmen. Und zwar, sie hat das getan, was Ärzte tun sollen, müssen. Und genau für das soll sie jetzt für 3,5 Jahre ins Gefängnis. Das kann man nicht hinnehmen. Und ich bitte euch, unterstützt Menschen, die sich die Zeit nehmen und wirklich anderen Menschen unterstützen, indem sie Zeit nehmen, Gesicht zeigen bei solchen Gerichtsverhandlungen, weil das kostet alles Geld. Und ich fahre jetzt mit einem Auto, was mir gar nicht gehört, 400 Kilometer, damit ich morgen dabei sein kann. Und das kostet alles Geld. Ich werde unter diesem Video Bankverbindung hinterlassen, auch PayPal, wenn jemand etwas schnell überweisen mag. Gerne nehme ich das entgegen, weil nur so funktioniert das. Ich habe nichts. Ich setze mich für die Menschenrechte ein und ich habe keine Wohnung, ich habe kein eigenes Auto, ich habe kein Einkommen. Ich tue zwar das, was ich tue, sehr gerne, und das kommt wirklich von Herzen, und mir geht es dabei gar nicht ums Geld, aber um weiterzukommen, brauche ich deine Unterstützung. Sei es auch nur ein Euro, die Masse macht's, genauso wie bei einem offenen Brief. Wenn viele Menschen nur 1 Euro, 1 Euro ist wirklich nicht viel. Mit 1 Euro helfen werden würden, dann wäre es, dann könnte man wirklich ganz, ganz viele Sachen machen, ganz, ganz vielen Menschen helfen und offenen Brief sehr groß machen.